Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck die Vorzugsaktie von Volkswagen. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also die Firma kommt aus Deutschland und ist in der Automobilbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 9,3%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von ca. 30% und das ist sehr gut, würde ich sagen. Daher gibt es hier von mir einen ganzen Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von über 100% und das ist eher schlecht, würde ich sagen. Und daher gibt es hier von mir einen Minuspunkt. Das dritte Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 4,86 auf 9,06 Euro die Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es einmal eine deutliche Dividendenkürzung und hier gibt es von mir insgesamt einen halben Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich nach oben gegangen und zwar von 1,31 auf 1,66 Euro je Aktie und auch in diesem Zeitraum gab es insgesamt eine Dividendenkürzung und hier vergebe ich insgesamt auch einen halben Punkt. Das fünfte Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um ca. 14,8% angestiegen und das ist ein sehr guter Wert, würde ich sagen, der gibt es hier von mir einen ganzen Punkt. Das sechste Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende weiter ansteigen und zwar von 9,06 auf 9,64 Euro je Aktie, so zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten und hier gibt es von mir einen vollen Punkt. Das letzte Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Analystenschätzungen soll der Gewinn der Aktie fallen und zwar von 31,94 auf 27,67 Euro je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenprognosen für das Gesamtjahr 2024 und hier gibt es von mir keinen Punkt. Jetzt kommen wir damit zum Gesamtergebnis und hier holt die Vorzugsaktie von Volkswagen insgesamt unterm Strich 3 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Dividendencheckampel landet die Aktie damit knapp noch auf der zweiten Stufe. So, da kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Dividendencheck und hier landet Volkswagen momentan mit den 3 erreichten Punkten hier auf dem 9. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. Jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 23. August 2024. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie des Verlaufs des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und zum Schluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.